Herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine neue Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 6. Episode von Star Trek: Strange New Worlds. Bleibt dran! Die 6. Episode von Star Trek: Strange New Worlds ist genauso klassisch wie kontrovers. Sie bietet wie immer das Alien der Woche, die Situation, das Volk, die Alien-Rasse der Woche und sie bietet ein Thema, das für mich absolut kontrovers ist. Das Leben eines Volkes, das Leben einer ganzen Zivilisation hängt am Leben eines Kindes. Doch wie kommt es dazu? Ja, wir haben die Enterprise, den Alltag auf der Enterprise, diese empfängt einen Notruf, ein Notsignal eines Raumschiffes während einer Kartografierungsmission. Auch das kennen wir bereits aus einigen anderen Folgen aus dem Star Trek-Universum. Was man hier positiv anrechnen muss und ich auch definitiv will, ist das Worldbuilding. Hier wird wieder das Universum von Star Trek mit Details und Informationen erweitert und gefüttert. Wir als Fans bekommen wieder etwas mehr aus dem Star Trek-Universum zu sehen und zu wissen. Auch wenn wir hier wieder eine Referenz, eine sehr gelungene Referenz, Fanservice in Bezug auf die Original Series haben. Wir sehen auch, dass Captain Christopher Pike ein Leben vor der Enterprise hatte. Er trifft eine alte Bekannte, als die USS Enterprise dem Notrufsignal folgt und in einen kleinen Kampf verwickelt wird. Hier ist es wirklich nur ein sehr kleiner Kampf. Das gegnerische Raumschiff ist der USS Enterprise stark unterlegen. Es handelt sich um eine Crew, bestehend aus drei Personen, wovon eines ein Kind ist. Zuerst wirkt alles sehr fürsorglich, sehr scherzhaft humoristisch und Pike trifft eine alte Bekannte, schrägstrich alte Liebe wieder, die ihn auch sogleich mit Lieutenant Pike anspricht. Über die Art des Humors kann man diskutieren oder nicht. Ich finde sie passend, ich finde sie angemessen, ich finde sie angebracht. Es frischt gut auf. Es stellt sich heraus, als die Crew des anderen Raumschiffes, des Alien-Raumschiffes, auf der Krankenstation untersucht wird, dass der Chefarzt der Enterprise, Mbenga, immer noch dabei ist, seine Tochter, die er im Musterpuffer des Transporters konserviert wird, zu umsorgen, sich um sie zu kümmern und nach einem Heilmittel zu suchen. Die Gäste auf der USS Enterprise stellen sich dabei als ein sehr fortschrittliches Volk heraus. Also ein Volk, das vielleicht sogar, zumindest im medizinischen Bereich, dem Wissen der Föderation überlegen ist. Als großer Knackpunkt ist hier anzusprechen, dass dieses Volk nicht Teil der Föderation ist. Das sorgt A, dafür, dass man sich nicht gleich grün ist und vertraut, aber auch B, dafür, dass es nicht so einfach ist, an die notwendige Technik heranzukommen. Dementsprechend haben wir viel Skepsis und viel Bürokratie seitens der Crew der Enterprise. Es stellt sich dann noch dazu heraus, dass es einige diplomatische Verwirrungen gibt mit einem Nachbarplaneten. Die Crew der Enterprise waltet ihrer Dinge, sucht bei Außenbordmissionen nach Indizien, nach Informationen und nach Hinweisen, findet diese auch und somit die nahegelegene Kolonie in dem Sonnensystem. Die ersten Eindrücke, die hierbei erweckt werden, werden am Ende der Episode schlüssig, aber auch wieder gewohnt Star Trek-mäßig erklärt und aufgedröselt. Es stellt sich heraus, dass
es nicht unbedingt das ist, was man im ersten Moment erwartet hat, und es sorgt dafür, dass wir einen kleinen Plot-Twist haben. Der für mich größte Plot-Twist kommt ungefähr gegen Mitte der Episode zum Tragen, als sich herausstellt, dass für das Überleben des einen Volkes ein Ritual notwendig ist, was zu Lasten des Kindes geht. Das Kind entwickelt natürlich über die erste Hälfte der Episode Beziehungen zu Crewmitgliedern der Enterprise und auch zu dem Zuseher, was natürlich in dramaturgischer Hinsicht logisch ist, um dem Schicksal des Kindes am Ende der Episode dann dementsprechend Gewicht zu verleihen. Es stellt sich heraus, dass das Ritual des Volkes, wo das Kind daran teilnehmen soll, für das Überleben des Volkes extrem wichtig ist und seit Jahrhunderten Tradition. Es hält die Stadt in den Lüften oder die Städte des Volkes in den Lüften. Es ist ein Volk, das nicht auf der Oberfläche eines Planeten lebt, sondern in fliegenden Städten. Auch dies ist eine Referenz, das wir aus einer Episode von The Original Series schon kennen. Was wir nicht kennen, beziehungsweise was hier in dieser Episode neu ist, ist der Story Arc um das Kind. In diesem Ritual ist es notwendig, dass das Kind Teil einer größeren Maschine wird. Diese Maschine sorgt dann dafür, dass das Volk weiter mit Energie versorgt wird, beziehungsweise die Städte in der Luft bleiben und nicht auf die unwirkliche Oberfläche des Planeten abstürzen. Alles in allem ist es eine sehr emotionale Folge. Wir haben die Liebesgeschichte um Christopher Pike. Wir haben die Geschichte um das Kind und wir haben die Geschichte um ein Volk, das die Wahl hat zwischen zurück in die Steinzeit und brechen mit jahrhundertealten Traditionen oder alles geht weiter seinen gewohnten Gang. Vor diesem moralischen Dilemma steht nicht nur Christopher Pike, der dem Ganzen mit Hilfe seiner Crew natürlich auf die Schliche kommt, sondern auch das Volk selbst, beziehungsweise Vertreter dieses Volkes. Die einen sehen natürlich keinen Grund daran, mit jahrhundertealten Traditionen zu brechen, die anderen wissen um die Tragweite ihrer Handlungen. Was ich persönlich momentan gerade nicht verstehe, ist, dass wir hier mit Strange New Worlds und der sechsten Episode wieder eine Episode haben, die meiner Meinung nach zu Lasten von einem Kind geht. Wir haben eine ähnliche Thematik in Star Wars Obi-Wan Kenobi, wo die 10-jährige Leia als Kind in der 4. Episode entführt wurde und davor steht, gefoltert zu werden. Und ob wir jetzt in einer Serie das Foltern eines Kindes haben oder auf der anderen, wo die komplette Last eines ganzen Volkes auf den Schultern dieses Kindes lasten, ist für mich eine Thematik, die nicht nur fern unserer Vorstellung liegt, sondern auch moralisch und ethisch zu hinterfragen gilt. Ist es wirklich in einer Serie notwendig, in einem Erzählstrang notwendig, ein Kind für so einen Story-Arc herzunehmen und zu verwenden, zu missbrauchen? Ich finde, es ist nicht notwendig. Ich finde, es geht eine Spur zu weit. Es trägt nicht dazu bei, dass ich mich unbedingt in dieses Universum, in diese Situation, in das mir Gezeigte, mir Erzählte hineinversetzen möchte, als Zuseher. Ich kann auch die Beweggründe der Autoren und der Verantwortlichen für so eine Entscheidung nicht unbedingt nachvollziehen. Insofern ist die 6. Episode von Star Trek Strange New World, auch wenn sie viel Details über das Leben in Star Trek bietet, auch wenn sie eine große Charaktererweiterung für zum Beispiel Christopher Pike, M'Benga und auch andere darstellen, nicht unbedingt die beste Episode. Sie ist nicht schlecht,
sie ist auf gewohnt hohem Niveau, was Produktion, was Universum angeht, also Star Trek Universum angeht, was Worldbuilding angeht und was das Erzählen einer Geschichte angeht. Die Serie bleibt sich selbst treu, die Serie bleibt dem Episodenhaften sehr treu, auch wenn wir mit der kleinen Referenz über das Schicksal von Christopher Pike mehr erfahren, beziehungsweise es wieder angesprochen wird. Er gesteht seiner großen Liebe von den Visionen, von dem Wissen über seinen bevorstehenden Tod. Nicht so im Detail, aber es wird thematisiert. Es wird auch thematisiert, dass die fortschrittliche medizinische Technologie des neuen Volkes, des Volkes, das wir in dieser Episode gezeigt bekommen, eine Lösung oder eine Heilung für Pikes Ableben bereithalten würde. Auch wieder mit einem gewissen Hindernis verknüpft, nämlich dass es sich dem Volk anschließen müsste und so leben müsste, wie es das Volk vorsieht. All das sind typisch Star Trek-hafte moralische Konflikte und Erzählweisen, Erzählstrukturen. Auf andere Arten und Weisen hatten wir diese komplette Thematik schon einmal in Star Trek gezeigt bekommen. Wo ich hier aber sagen muss, man kopiert sich nicht selbst, denn man steckt das in ein neues Gewand, in ein frisches Gewand, in ein an die heutige Generation und zu sehr angepasstes Gewand. Und man setzt auch nicht voraus, dass der Zuseher dieser einen Episode alle anderen 700 bisher gezeigten Star Trek Episoden kennt und weiß, was darin vorkam. Insofern, bis auf den kleinen negativen Beigeschmack über das Kind und die Tragweite seines Schicksals, ist es eine gute, solide und auch wieder schön anzusehende Folge im Star Trek Universum. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns bei einem der künftigen Videos entweder zu Star Trek oder zu Star Wars hier auf diesem Kanal wieder. Wollt ihr den Kanal aktiv unterstützen und hat euch dieses Video gefallen, lasst gerne ein Like für dieses Video da und ein Abonnement für den Kanal. Das sind zwei kleine Klicks für euch und eine riesengroße Unterstützung für diesen Kanal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.